Herzlich willkommen bei Rising Board mit Vol 158 und 2 Folge 4 unserer Taverne. So, rein geht's. Ich habe unterdessen hier den Fußboden zugemacht. Wir hatten ja als letztes hier die Pfosten gesetzt für das Regal, vorne für den Tresentisch. Und hier wollen wir dann zumachen. Wie gesagt, wir haben noch die Möglichkeit, das Ding auch noch zu erweitern. Hier fehlt noch ein Klotz. So, als nächstes werden wir mal die Regalbretter schon andeuten. Hier vorne auch. Dann sieht das optisch erstmal, sehen wir dann ein bisschen besser schon, wie die Geschichte werden soll hier. Dazu holen wir uns Material, und zwar als Regalbretter. Was werden wir da am besten nehmen? Planken natürlich, das ist klar, um aufzudrehen hier. Und dann dürfte das auch nicht allzu, also wie grob das, das ist ein bisschen sehr grob. Das ist nicht so schön. Ja, das können wir nehmen, ja. Das können wir ruhig nehmen. Das ist gut. Das sieht alt aus. Und davon nehmen wir uns mal vor, die Server gleich den ganzen Packen hier. Und schauen mal, wo der liegt jetzt. Hier ist ein etwas dunkleres Zeug, genau. Packen wir mal hier, falls wir noch dunkle Balken brauchen. Ja. So. Okay, dann machen wir uns bei. Und packen die erstmal hin. Als allererstes brauchen wir natürlich die entsprechende Breite. Wir schmeißen das Teil erstmal einfach nur hin, ja. Liegt das noch, ja? Oder der rastet hier scheinbar? Ne, der rastet nicht. So, dann nehmen wir natürlich die komplette Breite, dass das erstmal hier unten ein Teil ist. Das passt, wackelt und hat Luft. So, dann natürlich reingelegt. Ruhig ein bisschen vorsteht hier bis ran dort und ab nach oben damit, würde dann schön auflegen können hier. So, damit hätten wir das erste Teil, und der zweite Teil geht ja bis hier an die Wand ran, wird aber nicht reichen. Dann nehmen wir jetzt wieder unseren Magneten hier. Ist er drin? Ja, jetzt ist er drin. Oder? Ne, hat ganz genau gereicht. Ja. Ein Millimeter fehlt da noch, ja. Dann werden wir sehen, vielleicht ziehen wir da ein Regal hoch. Also solche kleinen Feinarbeiten werden wir dann noch machen. Achso, das ganze nur das Stück, was da hier übersteht. Ist klar. So, und vorne mit dem Tresen machen wir genauso. Lass mal den Magneten wieder raus hier. Und dann das den Kenny packt, und der darf natürlich jetzt nicht so weit gehen. So, da lassen wir wieder ein Stück überstehen hier. Vorne die Kante machen wir eh anders. Und packen das Teil jetzt auch erstmal rauf hier. Dann sehen wir schon. Aha, hier ist der Tresentisch. Und der darf jetzt natürlich nur bis hierhin gehen. Also hier muss ja dann der Durchgang sein. So, dann machen wir mal. Gucken wir, dass wir den jetzt auch auf die entsprechende Länge bringen. Und so können wir gut einsehen hier. Lassen den natürlich auch so einen Millimeter überstehen. So, damit hätten wir hier Tresentisch. Dahinter das Teil. Vorne als Verkleidung werden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir auch dasselbe Material nehmen. Das wird aber dann alles noch abgesetzt. Na, lass los hier. Das will er nicht mehr loslassen. Jetzt. Na. Was ist denn nun? Nun alle raus.
Mal kurz rausgehen hier. Der lässt sich. Jetzt. Das wollte er eben irgendwie nicht. Ja. So, wir machen mal schmaler diese Teil. Hier kommen dann nur normale Bretter natürlich hin. Und die dürfen auf keinen Fall oben durchgucken. Ja. Das wird dann noch alles schön mit Balken, ein paar Balken verziert. Ja, reicht nicht. Sollte aber. Achso, wir haben doch die richtigen drin. Nee, haben wir nicht. Da sind sie. Deshalb hat es nicht erreicht, ja. So, und rüber gezogen. Da überlegen wir uns jetzt, ob wir vielleicht den bisschen größer machen, den Spalt. Und dann können wir da nachher nochmal schmale Bretter davor setzen. Jetzt soll ja auch wirklich dort ein richtig schöner alter Tresen sein. Das wird natürlich auch noch so fachwerkähnlich denn bebaut hier. Das wird vorne auch zugemacht, aber da machen wir dann so, dass wir hier ein anderes Material nehmen, und zwar als Schränke diese Sache tragen. Und dann jetzt natürlich hier noch nach oben. Dieses Fass können wir dann auch nehmen in bestimmte Höhe, entweder so einsetzen wie da ist, oder wir setzen das einfach tiefer, schieben das weiter rein, könnten wir eigentlich auch gleich mal machen. Wir haben noch einmal hier, wenn wir uns das erstmal gleich so komplett kopieren, ja. So haben wir alle drin, so wie es aussieht. So. Und wie nennen wir das Ding? Zapfanlage und packen die in die Taverne. Gut, wir brauchen jetzt aber gleich noch einen neuen Blueprint. Nehmen wir mal gleich 2 dann. Dass wir uns hier mal spaßenshalber den ersten schon hinsetzen können. Und zwar, wir sollten den aber auch als Blueprint nehmen hier. Und dann gehen wir mal durch. Taverne, Zapfanlage. Zack. So, wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir diese hochstellen können, ja. Das würde dann so aussehen, also. Ah, jetzt blendet das mit der Sonne hier. Machen wir von hier vorne Licht, ja, dass wir diese hochstellen können, aber wir könnten die genauso gut jetzt einsenken, da man ja so würde das auch gehen. Und könnten die sogar noch ein bisschen drehen, wenn wir sagen, halt, nee, nicht kippen, lieber Freund, ja, läuft uns ja so schöne Wein aus, ja. Ja, und wir könnten die auch noch schräg ausstellen. Ich denke mal, hier oben auf den Tisch, da sieht sie kleiner, bedeutend besser aus. Wir müssten dann nur zusehen oder aufpassen, dass hier unten Detail nicht rauskommen. Also das machen wir auf jeden Fall erst, wenn nachher die Schranktüren davor sind. Vielleicht nehmen wir dann auch die schrägen Bretter, die schrägen Balken da und kloppen die einfach weg. So, unser erstes Fass, das werden wir mal gleich ein bisschen, könnten wir eigentlich gleich stehen lassen. Packen das nur hier ein bisschen weiter rüber, dass das wirklich noch hinterm Tresen ist hier. Und nicht in den Durchgang drin ist. Wegnehmen kann man immer noch. Aber das war erstmal sehen, okay, hier, das wird dann die erste Anlage. Gut.
Hier drinnen werden wir normales Mauerwerk jetzt erstmal ziehen. Das heißt, die 121, das sind diese Steine. Hier haben wir auch noch welche, müsste also für die kleine Mauer jetzt erstmal ausreichen hier, dass wir das hier einsetzen können. Und dann werden wir mal sehen. Viere hoch, auf jeden Fall für die Tür hier. Und dann können wir das nämlich hier auch schon mal rüberziehen. Also das ist die einzige Steinwand, die wir auch drin lassen. Zumindest weil wir die sowieso ein bisschen sicherer machen wollen hier durch den Kamin nachher. Das lasse ich auch erstmal offen und ziehe erstmal nur bis hier hindurch. Den Kamin werden wir ja zum Schluss dann machen. Angedeutet ist er ja, wo er hinkommt. Und das kommt hier dann, und das war natürlich nichts hier, das kommt natürlich dann alles zu. Aber immer wieder das Raster mit drin, dass das doch schön passt. So, für die Außenwände, jetzt können wir auch schon die ersten Außenwände, denke ich mal, hier andeuten, dass ihr das auch schon seht, und dann werdet ihr merken, da ist mir auch nämlich auch eine schöne Idee gekommen, denn das Haus soll von außen doch anders aussehen als von innen. Das heißt, innen brauchen wir dann sowieso eine Verkleidung, und außen wollen wir es so machen, dass man bei den schmalen Balken dann natürlich nicht noch zusätzlich dort die ganzen Streifen und Linien sieht. Zeige ich euch gleich, welche ich meine. Und da ist mir eine gute Idee gekommen, wie wir das anders machen können. Da wir ja sowieso innen und außen anders verkleiden wollen, ist das also für uns kein Problem. Keine Mehrarbeit, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sparen dadurch so ja ein bisschen Material ein. So, da geht es also zur Küche, und hier haben wir dann nachher unseren Kamin, den wir uns richtig schick noch bauen werden. Jetzt werden wir erstmal nur so andeuten hier, und dann wissen wir schon Bescheid. Prima, Kamin, Tresen. So, die Außenwand machen wir am besten erstmal diese hier. Und zwar, wir fuddeln unser Teil wieder, das heißt, wir müssen jetzt im Raster 1 kleiner gehen und werden dann unsere Balken wieder auf dem Fuddel reduzieren, so dass der hier halt so schön reinpasst. Jetzt haben wir nämlich jetzt noch ein Fuddel und machen den auch 2 hoch. 2 hoch, dass wir genau haben, nehmen wir wieder unser Maß hier, legen den an und sagen 2 hoch, passt, wackelt und hat Luft. Weil wir oben dann nachher sowieso die Fenster wieder separat ansetzen wollen. So, wo wollten wir es machen? Hier. Das heißt, wir setzen den ersten Balken auch mit dem Raster hier wieder an. Und dann nehmen wir mal 1, 2, ne, halt müssen wir kurz vorher was probieren. Und zwar, wie breit können wir die machen? So, 2er. 2er breit. Das ist das höchste der Gefühle. Gut, dann machen wir es anders. So, einmal haben wir hier angesetzt und einmal setzen wir hier an der Ecke an, so dass es ganz genau schön auf die Kante sitzt. So, 2er hoch, das ist auch die Höhe vom Fenstersockel, und dadurch machen wir es erst hier nur erstmal mit 2er hoch, dass wir das nachher absetzen können. Hier kommt sowieso dann quer noch ein Holzbalken lang. So, jetzt brauchen wir in demselben Material, wenn wir, das könnten wir das natürlich so durchziehen hier. Das Einzige, was mir dann nicht gefällt, man sieht, denn irgendwo, wenn man in einem bestimmten Winkel steht, mal gucken, ob das jetzt zu sehen ist, bei dem Material, da ist es allerdings ein bisschen grau, ja, und dann sieht man hier die Trennungslinien eventuell, und das gefällt mir überhaupt nicht, und vor allen Dingen wollen wir uns hier bei diesem großen Gebäude da ganz schön tot machen. Also machen wir folgendes, wir lassen das einfach,
nur ein Balken, da hinten auch ein Balken, das reicht uns völlig aus. Und nehmen uns jetzt, da brauchen wir ja nicht hin, und nehmen uns jetzt das Item, heißt also Item, Wutplank 64 natürlich und dann die 121. Ist also dasselbe Material wie das Mauerwerk. Wenn wir mal gleich 2, 3, 4 nehmen, haben wir ihn nebenbei. Und können jetzt nämlich das gleich als ganze Teil hier einsetzen. So, das Breiteste haben wir schon eingestellt. Setzen die jetzt davor und hier nehmen wir jetzt unseren Magneten, lassen das einrasten hier und haben dann nämlich hier außen unsere erste unterste Wand. So, natürlich müssen wir das dann auch hier drinnen machen. Na, hier will er jetzt wieder nicht einrasten. Ne, also wieder Fix Construction Wrench die einschalten und nun rastet er auch wieder ein. Ja. So ein bisschen kürzer machen, ist klar. Ups, das war zu weit. Gut, jetzt steckt er ein bisschen drinnen in der Wand. Damit ist hier sicher. Von innen drinnen können wir jetzt, was haben wir für Bretter? Nehmen wir auch diese. Oder nehmen wir da, nee, dann nehmen wir ein braunes. Dann nehmen wir ein braunes. Mal gucken jetzt hier. Und zwar ist zu dunkel. Die 68, die macht sich ganz gut. Jawohl. So, 1, 2 reicht erstmal aus. So, dasselbe, das machen wir jetzt nämlich von innen. Unser 68. Beim ersten nehmen wir natürlich den Magneten raus und legen das hier ganz genau an. Und das wird ja dann oben natürlich auch noch schön verkleidet dann. Aber wir nehmen wieder das Breiteste natürlich hier. So. Halt nicht hier. So, gucken wir mal, ob es passt. Jawohl, sitzt. Und damit machen wir das jetzt genauso. Schalten unser Magneten wieder ein und können jetzt hier unsere Bretter ansetzen. Und damit haben wir von innen die Sache schon ganz anders erstmal verkleidet als von außen. So, die Geschichte hier hinterm Tresen ist eigentlich für uns überhaupt kein Problem. Und hier werden wir auch wieder ein bisschen kürzen. Der muss nicht so weit in die Wand reinreichen. Ja. So, das reicht schon. Dann werden wir den gleich nochmal hier oben aufsetzen. Und oben, das machen wir dann extra nochmal. Hier machen wir ihn wieder richtig breit und setzen den auch auf. Denn hinterm Tresen machen wir sowieso kein Fenster, dadurch, dass das ja eine geschlossene Regalwand denn sein soll dort. Also können wir hier auf jeden Fall schon mal das hochziehen. So, und jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier irgendwo ein Fenster ansetzen wollen. Hier lassen wir noch zu. Dann gucken wir mal. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel erstmal schon freilassen für ein Fenster. So, die andere Seite können wir jetzt genauso hochziehen hier. Ja, eigentlich könnten wir das auch, Quatsch hier, gleich bis hoch machen. Ja, ein bisschen weiter weg hängen hier.
dass wir die Höhe einstellen können. Denn die Länge, da haben wir ja noch genügend Platz. Und dann sitzt das nämlich auch gleich oben. Lassen wir hier spaßhalber zu. Und hätten damit unsere erste Wand. So, und hier natürlich wieder ein bisschen schmaler. Und dann halt. So, und dann passt die Geschichte. Ups, warum sind wir. Ach so. Und oben kommt natürlich dann mit den entsprechenden Blöcken noch der Absatz. Damit haben wir hier erstmal so eine kleine Kante drin. Wunderbar. Und oben dann, das werden wir auch gleich mal machen. Wo sind sie? Haben wir noch einen Block da? Ja, hier haben wir noch welche da. Und oben natürlich dann die normale Kante, Breite und Blockhöhe. Da haben wir es. Genau. Und damit ist diese erste Wand dann erstmal geschlossen. So, so sieht es von außen aus, bisschen abgesetzt. Dann kommt hier noch ein Querbalken hin. Hier haben wir den Platz für das Fenster. Da können wir jetzt natürlich dann auch noch hier oben ein schmalere Teil einbauen. Wir gucken mal, was das für ein Platz ist hier. Das müsste eigentlich ja ganz nur auf die Zweierbreite sein. Jawohl, perfekt passt das rein. Wenn wir das also hier oben jetzt einsetzen würden, dass das Fenster nicht bis ganz hoch reicht, sondern wirklich nur bis dahin. Dadurch haben wir jetzt schöne Spielmöglichkeiten, uns das einzurichten, so wie wir es haben wollen. Fensterrahmen machen wir uns dann noch separat rum. Hier passt das auch alles. Ja, und hier die Teile werden wir natürlich nochmal wechseln. Das ist ja Quatsch, was wir hier gemacht haben. Wir hätten das ja gleich bis hochziehen können hier. Um da wirklich das auch perfekt gleich zu haben. So, und das ziehen wir natürlich jetzt so hoch hier. Erstmal schön in Breite und dann Magnet wieder rein. Und dann wird es hochgezogen. Jetzt brauchen wir natürlich wieder einen anderen Winkel, dass wir das sehen, dass wir auch nur bis oben an die Kante rangehen hier. Und nicht zu weit hochschießen. Kommt zwar auch ein Querbalken nachher als Zierde noch hin. Na, ist es alles? Ja, ist jetzt schlecht zu erkennen, hätten wir zuerst machen müssen. Ja, 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 ist es. So, und dann können wir auch hier jetzt das machen. Ah, hier kommt der Fensterrahmen, da kommt ein richtiger dicker Balken hin. So, und hier jetzt auch noch zu, dass das vernünftig dann aussieht. Und dann haben wir genügend Möglichkeiten, uns dann noch Regalbretter reinzumachen und alles andere auch wieder schmaler machen. Gut. Tresenwand ist da und hier natürlich dann auch erstmal wieder kleiner gemacht. Aber ohne Magneten und dann genau wie wir es hier haben, können wir schön anpassen. Jetzt sitzt es so und dann rüber gezogen und erst drin. Ja, und dann bauen wir uns da natürlich nachher dann einen schönen, wunderbaren Fensterrahmen ein. So, jetzt sieht es von innen so aus. Und hier kommt dann ein Sockel nur zweier hoch aus Holz. Hier hinten bleibt die Wand aus Holz und hier kommt nur zweier hoch aus Holz. Der Rest bleibt oben Stein dann.
Und die oberste Etage, die wird dann mit Weißputz gemacht. Also Weißputz gab es ja da noch nicht, aber die haben dann einfach ihren Lehm weiß angestrichen und damit war das schick. Gut, jetzt haben wir ungefähr schon ein Bild drin. Und ich denke mal, wenn man nachher oben steht und vom Geländer runterschaut oder hier oben sitzt am Stuhl, schöner Einblick Richtung Tresen nachher. Und hier unten dann der weitere Gastraum. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Als Anregung für die Wände, die gesetzt werden können, natürlich könnt ihr das auch anders setzen. Ja, und da könnt ihr jetzt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, indem wir dann hier weiterbauen. Wir werden erstmal hier und dort hinten die Wände zumachen. Dann fangen wir an, hier oben das alles auszufüllen. Bauen hier oben dann schon das Geländer ran und dann können wir schon wieder an die Zimmeraufteilung rangehen. Aber erstmal alle vier Wände noch hochziehen und dann geht's hier oben in der Etage weiter. Gut, das war's dann wieder. Daumen hoch oder Abo. Würde mich drüber freuen. Tschüss, sagt euch Wolle 158.